Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Hammerschmidt. Ich darf das Wort. So, Tagesordnungspunkt 7. Psychische Probleme von Schülerinnen und Schülern in der Corona-Krise. Erste Rednerin Sonja Hammerschmidt, ehemalige Bildungssprecherin. Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, fünf Jahre ist es her, dass mich der Anruf Christian Kerns ereilt hat, das Bildungsministerium zu übernehmen. Fünf extrem bewegte Jahre mit allen Höhen und Tiefen in unterschiedlichen Funktionen. Höhen und Tiefen, glaube ich, die ein ganzes Politikerinnenleben füllen würden und nicht nur fünf Jahre. Es ist aber Zeit für mich, jetzt den nächsten Schritt zu tun, den nächsten beruflichen Schritt zu tun. Und darum möchte ich mich bei euch allen hier und heute an dieser Stelle, auch wenn ich morgen zu Kunst und Kultur noch was sagen werde, verabschieden. Ich möchte mit dir, Herr Bundesminister Heinz Fassmann, beginnen. Uns eint ja eigentlich unsere Historie in unterschiedlichen Universitätsfunktionen und auch unser wissenschaftlicher Zugang zur Sache. Und deshalb möchte ich heute noch mal einen Appell an dich richten. Einen Appell dazu, nämlich zum wissenschaftsbasierten Vorgehen im Thema Schulpolitik, weil du mehrfach betont hast, dass sich Wissenschaft nicht überall einmischen soll. Und ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Moderne, inklusive Bildungspolitik muss auf wissenschaftlichen Grundlagen, Fakten und den Erfahrungen der Expertinnen und Experten in den Schulen passieren. Denn es geht ja um unsere Kinder. Und Bundesminister außer Dienst Hans Tuppi hat es mal so schön formuliert: Die nobelste aller Aufgaben ist es, jungen Menschen die Welt zu eröffnen. Das ist unser Auftrag hier in diesem Hohen Haus, allen Kindern die Chance zu geben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen auf Basis ihrer individuellen Bildungskarrieren. Wir müssen die Kinder in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen und ihre Talente und Potenziale ganz individuell adressieren. Sie zu heben, ist unser Auftrag, und zwar beginnend in der Elementarpädagogik über die gesamte Bildungspolitik hinweg. Und zwar egal, woher die Kinder kommen, welchen Namen sie tragen und wer ihre Eltern sind. Es ist hoch an der Zeit, lernen aus der Covid-19-Pandemie, dass wir die Schule krisensicher und zukunftsfit weiterentwickeln. Es ist an der Zeit, den von mir so oft schon geforderten Bildungskonvent einzuberufen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Expertinnen und Experten, um die Bildungsziele zu formulieren, festzuschreiben und den Weg dahin zu definieren. Den Prozess wollen wir und müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Und es gilt in diesem Prozess, parteiideologische Grenzen zu überwinden im Sinne unserer Kinder. Und es gilt, eine Strategie auszuarbeiten und diese Strategie dann Schritt für Schritt umzusetzen. Die Pädagoginnen und Pädagogen müssen die Zeit bekommen, das zu tun, flankiert von Ressourcen naturgemäß und Schulentwicklungsprozessen, in denen sie auch entsprechend begleitet werden. Und in diesem Prozess müssen wir uns dahin verhandeln, dass wir natürlich, wir müssen die Grundkompetenzen stärken, das steht außer Frage, und da zählen für mich mediale und digitale Kompetenzen genauso dazu. Wir müssen aber auch die Kinder und jungen Menschen in jenen Kompetenzen ausbilden, die sie befähigen, Herausforderungen entgegenzutreten, die noch nicht absehbar sind. Da rede ich von Teamorientierung, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität und Neugier sowieso gilt es zu stärken, bis hin natürlich auch zu unternehmerischem Denken und Handeln im Sinne von, wie gestalten wir denn unsere Gesellschaft? Und natürlich müssen wir den Kindern, und das ist so dringend notwendig, lernen und die Lust am Lernen ihnen mitgeben, denn wir alle und Sie im Speziellen werden es ein ganzes Leben lang tun. Das ist eine große Aufgabe, da braucht es modernste Pädagogik, da braucht es die
wirklich motiviertesten Pädagoginnen und Pädagogen unter Ihnen sei an dieser Stelle von Herzen gedankt für Ihren Einsatz. Und es braucht moderne Formen der Wissensvermittlung. Und noch was braucht es, Herr Bildungsminister? Respekt, Wertschätzung und konstruktive Feedbackkultur in der Schule, sonst wird das nicht passieren. Und den Grundstein zu moderner und zukunftsgerechten Schule habe ich ja mit dem Bildungsreformpaket 2017 setzen dürfen, nämlich die wirkliche Verbreiterung der schulischen und pädagogischen Autonomie gepaart mit Möglichkeiten in der Organisation. Und bitte weitermachen, diesen Rahmen nutzen und ausbauen. Und dazu braucht es Mut, Gestaltungswillen und die nötigen Ressourcen und konsequentes Handeln. Und darum bitte ich dich, lieber Heinz Fassmann. Ich möchte aber auch an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus, einen Appell richten, hier, jetzt und an dieser Stelle. Demokratie ist unser höchstes Gut, wie ich meine. Demokratie kann aber wirklich nur blühen und erblühen und sich entfalten, wenn das jedem Einzelnen bewusst ist und wenn wir sehr sorgsam damit umgehen. Das heißt, es muss das aufrichtige Bestreben aller in diesem Hohen Haus sein, nach den besten Lösungen für unser schönes Land und die Menschen, die in unserem Land leben, zu suchen. Mit Wertschätzung, Respekt und auf Augenhöhe. Im Diskurs ineinander zuhören und diskutieren. Und ich sage es nochmal, wir brauchen die besten Lösungen für die Menschen hier in unserem Land. Und darum bitte ich euch als Staatsbürgerin. Ich danke euch. Die ehemalige Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt von der SPÖ verlässt nach 5 Jahren die hohe Politik und wechselt in die Privatwirtschaft. Sehr geehrte Frau Dr. Hammerschmidt, ich wünsche Ihnen für die persönliche Zukunft alles Gute.